Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer weiteren Folge von der XL-Farm auf der Map Estancia Lapacho. Letztes Mal haben wir ja noch das Feld. Moment, ich muss erstmal einsteigen. Ja. Was war denn gleich die Taste? Okay. Letztes Mal haben wir oben auf dem Feld noch geerntet. Und daher müssen wir jetzt auch. Wird man was sehen. Ups, falsche Richtung. Müssen wir jetzt das Stroh alles abfahren? Da fällt mir aber ein, wir haben gar kein Strohlager. Glaube ich. Ne, haben wir nicht. So, darum brauchen wir noch ein Strohlager. Und ich habe mit dem Bürgermeister gesprochen. Nein, Quatsch. Ich habe mir überlegt, ich werde mir noch ein bisschen Kredit geben. So, hier haben wir ein Heulager, das kostet 90.000. Aber ich habe hier noch ein Strohlager mit 500.000. Und da können wir, glaube ich, auch mehr einlagern. Ja, genau. Da können wir noch Silage einlagern und alles Mögliche. Und das kostet uns 160.000. Große Scheune, da passt sogar Gott, mit 150. Das ist ein bisschen unrealistisch. Aber das Strohlager, das würde ich mir gern kaufen. Das kostet 160.000. Da müssen wir halt ein bisschen Kredit aufnehmen. Ich habe übrigens mal geschaut, wir können bis zu 800.000 oder über 800.000 Kredit aufnehmen. Das ist schon ganz mächtig. So, dann gucken wir mal hier. Das da. Oh. Und pflanzen wir das denn hin jetzt? Okay, da passt schon mal. Das ist, sieht schon mal ganz gut aus. Hier hätte ich es gern. Genau. Genau so. Und nicht anders. Ich muss jetzt nur gucken, dass es auch parallel ist. So, ist parallel. An die linke Seite müssen wir nicht dran. Nur an die hier vorn. Dann würde ich aber trotzdem gern noch den Casey ein bisschen nach vorne stellen. Und dann können wir uns das schöne Gebäudchen hier kaufen. Andersrum. So, bisschen abschließend mit dem Gebäude hier. Passt es, glaube ich, ganz gut. Bam. So, da müssen wir einen Landschaftsgärtner doch nochmal rufen. Ne, das machen wir alles dann auf einmal. So, hier haben wir jetzt eine schöne Scheune und unser Traktor rutscht. Oh, fährt irgendwie rückwärts. So, da können wir dann das ganze Stroh gleich abliefern. Weil wir werden, denke ich, schon einiges hier rauskriegen. Ja, 40.000 denke ich aber nicht. Und dann müssen wir nochmal einen neuen Termin ausmachen mit dem Landschaftsgärtner, dass der uns hier richtig alles pico macht. Weil sonst wird unsere Farm so langsam zum Flickenteppich. Das wollen wir nicht. So, wie viel haben wir jetzt hier? Wie viele Bahnen haben wir? 2, 4, 6, 8, 9 Bahnen. Oh doch, der Anhänger wird doch wohl schneller voll als gedacht. So. Unsere Schafe haben wir ja letztes Mal ordentlich versorgt. Ne, vorletztes Mal glaube ich schon. Das Feld hier haben wir auch abgeerntet. Da werden wir jetzt wahrscheinlich
Müssen wir mal gucken. Weizen haben wir noch. Vielleicht werden wir hier erstmal Hafer drauf machen. Weil wir haben natürlich eine südamerikanische Ranch. Und da gehört natürlich auch ein bisschen Pferde rein. Oh, da geht's nach unten. Also ein paar Pferde wären schon recht nice. Die können uns auch ordentlich, wenn wir die richtig züchten hier, dann bringen die uns ordentlich Gewinn. Ich habe natürlich auch nicht vergessen, wir haben letztes Mal darüber gesprochen, ob wir uns Feld 7 noch kaufen. Da müssen wir mal noch ein bisschen abwarten. Wir können uns das zwar kredittechnisch locker easy leisten, aber ist halt die Frage, ob wir alles über Kredit lösen wollen. Am Anfang haben wir wahrscheinlich kaum eine andere Möglichkeit. Weil sonst wird es schwierig, dass man hier 400.000 oder 300.000 oder was das Feld kostet, einfach so aufbringen können. Auf jeden Fall können wir das Stroh jetzt gleich mal abkippen. Das ist schon mal supi. Ah, wir kriegen doch hier so 80.000, werden wir fast rauskriegen. So, was machen wir denn hier noch alles? Wenn ihr... Oh, da haben wir aber einen krassen Absatz drin hier. Das war mir gar nicht so bewusst. Jetzt mal gucken, wie wir das weiterführen. Weil sonst kriegen wir da so einen krassen Absatz rein, das wäre nicht schön. So, dann fahren wir das mal ab. Das bisschen, was da noch reinpasst. Ups. Können wir vielleicht unterwegs noch aufnehmen. Gut. So, übrigens, unser Soja wächst natürlich. Das sollten wir wahrscheinlich auch gleich nochmal düngen, vermute ich. Und der Landschaftsgarten muss hier ordentlich arbeiten, dann, wenn er da ist. Der kriegt hier nichts umsonst. Vielleicht fahren wir noch ein bisschen zurück. Hier können wir das auch einfach wieder aus dem Silo rausnehmen, indem wir unter den Befüller fahren und uns das Stroh natürlich abtanken lassen. Aber ich muss sagen, es läuft schon recht gut. Wir können gerade mal gucken, ob wir hier auch pflügen müssen. Geerntet. Benötigt Kalk. Habe ich Kalk nicht ausgestellt? Unkraut habe ich ausgestellt. Also kalken müssen wir. Es waren jetzt fast 10.000. Dann wird der Anhänger wirklich nochmal voll. So, jetzt wirklich, wie gesagt, ich bin am Überlegen, was wir hier anpflanzen. Vielleicht wirklich Hafer, weil dann haben wir ein bisschen Zeit. Aber ich glaube, warte mal, bei Feld 7 hatten wir irgendein Problem, was da drauf ist, glaube ich. Ne, Raps. Oh ja, das war gut.
Dann sollten wir uns dazu eventuell schnell entscheiden. Ich denke, das machen wir. Wir kaufen uns Feld 7 über einen Kredit. Können dann den Raps ernten. Damit vielleicht auch gleich ein paar Kröten verdienen. Um dann den Kredit wieder abzubezahlen, weil Raps hat im Moment hier leider ohne Fabrikskript irgendwie noch keine Option, außer Geld zu generieren. Aber dafür können wir es natürlich auch gut gebrauchen. Ein bisschen angeheitert. So, hier müssen wir auch mal gucken. Da ist noch so ein Feld, noch so ein Fleckchen. Da ist kein Feld angelegt. Also das muss der Landschaftsgärtner dann auch machen. Ja, dann müssen wir ordentlich mal, ups. Ordentlich Arbeit von ihm verlangen. Rechts und nach oben ist. Manchmal, ich glaube, wir müssen hier mal ein Service-Update machen. Bisschen komisch, dass hier manche Tasten immer wieder verschwinden. So, kriegen wir den jetzt da noch rein? Ich denke schon, oder? Locker. Mal gerade nach dem Kalker. Was da drin ist. Ach, der hängt hier am Starrad dran. Dann stellen wir den Case mal schnell weg. Dann fahren wir mit dem Starrer gleich hoch und ich hoffe mal, dass da schon Kalk drin ist. Ich glaube aber, da ist eher Dünger drin. Tja. Nicht genug Platz zum Abladen. Ist ja doof. So, jetzt ist abgeladen, oder? Ah ja, okay. Vom Sound her ist der Starrer eigentlich recht cool. Du, 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 du. Seht ihr hier? Alles. Irgendwie immer der Rückwärtsgang aktiv. Ich weiß gar nicht, wie viel Kalk wir für das Feld brauchen. Ich nehme mal so 8000 mit. Ich hoffe mal, dass das reicht. Schnell ist nämlich der Traktor nicht, aber er hat ein gutes Durchzugsvermögen.
So, wie gesagt, ich hoffe, dass die 8000 Liter reichen, aber sieht nicht so aus. Kalk braucht man ohne Ende. Da hinten ist übrigens ein Kalklager, da könnten wir auch Kalk einfach kaufen. Aber wieso sollen wir es, also ja, später könnten wir auch kaufen. Mal. 3000 für zwei Bahnen wird knapp. Wird auf jeden Fall nichts. Sehr cool, wenn man berechnen könnte, wie viel Kalk man für ein Feld bräuchte. Das wäre übelst nice. Ich weiß gar nicht, müssen wir hier dann pflügen oder untergruppern oder was müssen wir hier denn machen? Die Pflügen verlangt er eigentlich nicht. Dann können wir einfach mit der Sämaschine drüber fahren. So, gib Gummi. Ich hab keinen Bock hier nochmal Kalk nachzutanken. Zeit ist Geld und Geld haben wir nicht. Das könnte wirklich doch ausgehen. Für zwei Bahnen. Reicht. I'm impressed. Das reicht sogar gut. Überrascht mich jetzt so ein bisschen. Weil am Anfang sah es gar nicht so aus, als würden 8000 Liter reichen. Also, das haben wir gut kalkuliert. Dann ist ja alles paletti. Ich schmeiß den Kalk jetzt hier einfach voll drauf. Weil das bisschen zurückfahren, das lohnt sich auch wieder nicht. So. Was ist eigentlich mit dem anderen Feld? Müssen wir das düngen? Ja, das könnte man düngen. So langsam aber sicher wächst unser Hof. So muss das. Ey, komm, wegen 98 Litern. Hat es vorhin nicht gepasst. So, jetzt hauen wir den Kalk da hinten noch rein. Nee, so nicht. So, aber dann können wir gleich beide Felder noch kurz düngen. Und dann haben wir eigentlich den Hauptjob schon erledigt. Ich denke, der Dünger reicht sogar wirklich für beide Felder. Wäre zumindest optimal. Und dann können wir das nächste Mal nochmal ansehen.
Nein! Oh, das passiert mir leider immer wieder. Okay. Dann laden wir wieder. Können wir nichts ändern. Also, diesmal drücken wir, glaube ich, gleich die richtige Taste. Oh, das Feld ist ja deutlich größer irgendwie hier, die 2. Fast dreimal so breit. Bisschen müssen wir noch rüber. Aber heute haben wir mal richtig hier reingehauen, was die Feldarbeit angeht. Haben wir richtig was geleistet. So muss das mal. Weil von nichts kommt nichts. So, wenn ihr übrigens sagt, ich soll mir schleunigst Pferde kaufen oder doch lieber Feld 7, könnt ihr das gerne mal unten reinschreiben. Ja, ich bin noch ein bisschen unschlüssig, was ich erst machen soll. Erst Pferde oder erst Feld 7? Ein Feld 7 ist halt erntereif, ja, das können wir wirklich sofort kaufen und das Geld dann auch gleich wieder investieren. Daneben ist auch vorbei. Hat man früher immer beim Fußball gesagt. Knapp daneben ist auch vorbei. 10 Meter daneben ist Scheire Tor. Ja, früher haben wir immer gegen die Scheuer gespielt. Scheuer, wer es kennt, ist natürlich die Scheune. Heute macht man das natürlich nicht mehr. Heute hat man keine Scheune mehr. Leider. So, ich werde es gleich nach der Folge auf jeden Fall dieses Feld, diese Felder hier, meine beiden Felder noch düngen. Weil wir sind schon wieder knapp an die 25 Minuten an. Und ich hatte ja gesagt, maximal 25 Minuten. Deshalb bedanke ich mich hier bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gerne Like, Abo oder Kommentar. Bis zur nächsten Folge. Ciao.